So, willkommen zurück. Ich habe jetzt nochmal neu den letzten Spielstand geladen. Im automatischen Speichern. Ich vermute mal, wir haben hier ein fettes Bug hier in dem Spiel. Einen fetten Bug. Weil wir können keine Siedlerraketen mehr starten. Gibt's irgendwie nicht mehr. Man kommt nicht mehr drauf. Das Spiel hängt sich auf. Das war's. Ich habe auch schon mal nachgeschaut im Forum zum Spiel. Beschweren sich auch einige, dass das Spiel seit dem DLC-Update, also von gestern, nicht mehr so wirklich spielbar ist, weil es gibt keine Passagierraketen mehr. Also Leute, die jetzt ohne Siedler dastehen, können jetzt nicht mehr weitermachen, weil es kommen keine Siedler. Gibt es noch andere Probleme, zum Beispiel die Lager mit Nahrung sind voll, aber die werden nicht abtransportiert. Also die Drohnen transportieren plötzlich keine Nahrung mehr und die Leute verhungern einfach. Oder man kriegt dann eben, wenn einer stirbt, dann sagt das Spiel minutenlang immer, eine Person ist gestorben, eine Person ist gestorben, eine Person ist gestorben und es hört nicht mehr auf. Also du kannst diese Meldung nicht mehr wegklicken. Und noch ein paar andere Bugs. Also es scheint mir doch so zu sein, dass das Spiel nach dem letzten Update noch einige Fehler mitgekriegt hat und hier dringend nochmal ein Hotfix gemacht werden muss, weil sonst ist es nicht mehr so wirklich spielbar, muss ich sagen. Weil wenn ich keine Siedler mehr nachkomme, okay, dann dauert das hier ziemlich lange. Ich könnte jetzt damit leben, würde ich ein neues Spiel anfangen und könnte jetzt keine Raketen mehr holen. Dann ist es dieses Spiel für den Arsch, letztendlich. Und wenn ich hier jetzt das Lager voll Nahrung habe und die Leute verhungern mir, weil keine Drohnen mehr das transportieren, ja, wie gesagt, dann ist das Spiel auch am Arsch. Also, muss ich jetzt überlegen, will ich jetzt noch weiterspielen oder will ich warten, bis Paradox irgendwann mal das Spiel fixt, dass es wieder läuft. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man neue Sachen reinbaut, dass dann immer noch Fehler passieren können. Dinge, an die man vielleicht nicht gedacht hat, dass sie sich gegenseitig beeinflussen oder irgendein Fehler im Code. Ja, das kann natürlich immer wieder passieren, darum sagt man auch Never Play on Patch Day. Weil bei fast jedem Spiel, wenn die da neue Updates fahren, dann gehen wir irgendwann in die Hose. Aber dann solche Kleinigkeiten dann natürlich dann so viel ausmachen, die konzentrieren sich auf die großen Sachen, aber plötzlich stehst du da, hast keine Raketen mehr oder die sterben sofort die Leute alle weg, weil es gibt kein Essen mehr. So. Das ist scheiße. Naja. Müssen wir gucken. Also wenn wir jetzt hier noch mehr Bugs entdecken, dann höre ich erstmal auf mit dem Spiel und warte erstmal, bis die Programmierer das Spiel ein bisschen gefixt haben, dass es wieder funktioniert, weil Patches und neue Updates und neue Sachen sind ja alle gut und schön. Nur wenn man nicht mehr spielen kann, bringt das nichts. Ja, hier sieht es mir auch nämlich auch schon ein bisschen komisch aus, weil ich habe hier das Lager wirklich voll mit Nahrung. Aber kommt das auch überall an? Ne? Das Lager ist aber auch nicht voll. Warum nicht? Könnte man ja eigentlich auch mal alles dorthin lagern, ne? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe schon die Befürchtung, das geht hier noch in die Hose. Das mit dem Spielstand hier. Weil das hier irgendwie nicht richtig funktioniert. Und dann gucken wir mal. Ich speichere jetzt lieber noch einmal manuell selber ab. Dann hoffen wir mal das Beste. So, der kann zumindest starten, aber ja. Wenn ich jetzt die Passagierrakete auswähle, stürze ich wahrscheinlich auch wieder ab. Übel. Macht es überhaupt Sinn, jetzt weiter zu spielen? Ist auch die Frage. Tja. Also ich würde jetzt erstmal weitermachen. Aber wenn mir das jetzt hier gleich auch abkackt, wird mir dann die Leute alle wegsterben plötzlich. Da macht das keinen Sinn. Also, dann müssen wir warten, bis die Leute von Paradox aus den Füßen kommen. Leider haben die jetzt, wie ich gerade gelesen habe, heute ihr Forum geschlossen für Wartungsarbeiten. Obwohl das voll ist mit Meldungen, dass es Probleme im Spiel gibt. Was immer das jetzt bedeuten mag. Wir hatten ja auch die Schnauze voll von Fehlermeldungen. Und haben einfach Feierabend gemacht. Naja, ich hoffe mal, boah, jetzt kommen sie aber alle angerannt. dass es nicht so dramatisch ist und danach nochmal kleine Hotfixes kommen, um diese Fehler wieder auszubügeln. Warum ist denn hier alles wieder kaputt? Naja, eine gute Idee. Die Polymere fehlen. So, wo guckt der denn hier wieder rum? Mein Gott, der ist auch immer unterwegs. Hat ich nicht irgendwo Anomalien gefunden? Ja, ne? Ja. Hier. Einen weiten Weg vor sich. Ob noch hier Anomalien finden. Anomalien! Herrgott! Drohnen sind überbelastet. Ja, dann weiß ich auch nicht. Arbeitet einfach mehr. So.
können jetzt alle hier schön rumgurken. So. Energieprobleme haben wir jetzt ja nicht mehr so wirklich. Gut, da arbeitet er ganz allein, einsam für sich, vor sich dahin, der Mann. Interessant. Was ist denn da für Musik eigentlich? Naja. So, das Ding ist gebaut. Okay, wir haben jetzt Stirling-Generator. Der ist fertig. Okay. Machen wir den auf. So. Jetzt haben wir auch mal wieder ein Plus. Wunderbar. Jetzt müsste hier auch mal alles repariert werden. Schalten wir den mal ein. Wie ziehen die hier gerade? Ingenieure oder was? Man weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwas. So. Treibstoffproduktion läuft. Polymerfabrik, ja. Wirft jetzt auch wieder was aus. Jetzt haben wir natürlich hier Produktion. Ist immer noch ein bisschen mager. Aber es läuft. Okay. Gut. Die Kerlchen sind am Arbeiten. Also Energie haben wir jetzt. Okay, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir unsere Siedlung ein bisschen weiter ausbauen. Was hat denn hier wirklich? Hm. Die Wege sind echt weit, ne? Hm. Wo war das Ding? Da. Kostet natürlich auch wieder einiges, ne? Ein Schuckelhub. Tunnel ist auch echt extrem teuer. Ey. Ja, kostet 20 und 30 Werkzeuge. Die Thibo-elektrische Bürste, wenn man sehen, wie die aussieht. Naja, gut. Ist jetzt auch wurscht. Wir gucken, der Kommandant und der hier, die sich überlappen. Okay. So, das Problem, was wir jetzt noch haben, wenn wir hier eine Kuppel hinbauen, die muss ja in der Nähe von dem Ding sein, mit hier regelmäßig auch die Leute drin arbeiten. Das heißt, die müssen wir auch so platzieren, dass es nah genug. Na, was bauen wir uns dann für eine? Ein kleiner. An den Vogel hier dran ist, in dem Bereich. Müssen wir also eher so hier so bauen. Können wir hier den Betonschrubber auch noch mit einbeziehen. Jetzt sind wir natürlich weit weg von allen anderen Dingern hier, ne? Jetzt, wenn man hier so eine Kette machen könnte, mit mehreren Kuppeln, aber das ist natürlich schweineteuer. Übergeht der Einflussbereich von dem, okay. Dann könnte man da eine Kuppel bauen. Das ist dann eine mittlere, okay. Mikro-Trigon. Weniger Wohnraum. Dafür haben wir dann mehr Platz für andere Geschichten. Ja. Hier zwei Obdachlose. Hier drei. Ja. Hier haben wir keine. Dafür freie Arbeitsplätze. Also, warte mal. Geburten sind die vollest. Okay. Sind noch nicht fertig. Gut. Dann müssten wir jetzt hier mal eine Kuppel hinbauen, muss man sagen. Kostet mich das? Das kostet noch mehr am wenigsten. Die Leberwurst. Können wir nochmal eine Leberwurst hinbauen? Brauche ich 20 Metall, 80 Beton. Beton haben wir eigentlich genug, aber es kostet mich dann mehr Polymer. Das auch.
Verbraucht 1,5 Sauerstoff, 1,5 Wasser. Die verbrauchen also mehr. Das verbraucht mehr. Das ist noch günstig. Das ist eigentlich auch noch recht günstig. Das ist aber auch eine kleine Kuppel dann. Wie die. Hm. Beinhaltet eine kleine Kuppel. Also da ist alles so mit drin. Okay. Ein Rundum-Paket sozusagen. Hm, können wir natürlich auch machen. Da ist schon alles dran. Muss ich nicht noch extra Wasser, Moxi, Pipi, Pipi, Papa, Pupi, Pu mauen. Pipsi, Pups, Paps, wie auch immer. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Hier eine kleine hin. Dann vielleicht nochmal eine kleine dazwischen. Da wo wir dann nur so Versorgungsgeschichten reinbauen. Problem ist, mit Tunneln verbinden kann man sie auch wieder nicht, weil diese scheiß Tunnel halt nicht sehr weit gehen. Ne? Das ist auch wieder so. Ja, es gibt immer irgendwo ein Problem. Und wenn wir das jetzt da einbauen. Oh Gott, machen wir es einfach. So. Kinder, jetzt habt ihr hier was zu tun, Freunde. Ich sag's euch. So. Jetzt haben die Drohnen noch was zu tun. Gucken wir mal, was ist das denn eigentlich? Das ist Edelmetall. Okay, das ist Wasser noch. Dann könnten wir, falls wir noch mal Wasser brauchen sollten. Aber wir haben zwei Quellen. Hier ist noch, denke ich mal, genug drin. So, hier ist Beton. Beton ist eigentlich alles Pillepalle. Was ist das hier? Untergrundmetalle. Mhm. Das sind dann relativ viel Metall, ne? Okay. Sie müsste dann auch nochmal in die Richtung gehen, dann wahrscheinlich. Und hier sind Edelmetalle wieder. Wir haben auch nicht mehr so viel, 225,4. Hm. Also das Ding ist auch irgendwann leer. Na gut. Hm. Aber da kann man später Gedanken machen, falls wir überhaupt noch dann, falls wir überhaupt so weit kommen. Wir machen jetzt einmal hier Kabel hin. Ist scheißegal. So. Jetzt labert die Frau da wieder. Ich weiß es nicht. So, ah, der arbeitet jetzt nicht mehr, oder? Dann sagen wir dem mal, hol mal hier Beton. Und bring das hier hin. Jetzt kapiert. Beton. So, da kommen sie dann angeflogen. Sehr schön. Auch die fliegenden Drohnen. Und zimmern hier das Ding jetzt hier hin. So. Das ist gut. Das heißt, das funktioniert dann mit den Drohnen, dass die zusammenarbeiten hier. Doch wenn die sich nicht überlappen hier, hat man ein Problem mit diesen Kommandanten. Der braucht noch Treibstoff. Und produziert. Die dritte Schicht machen. So.
brauchen wir Strom genug. So, Freunde der Nacht. So, dann entlad mal, mein Freund. Kupferstecher. Betonstecher, eher gesagt. Oh, oh, oh. Komm, fahr hier hin. Mein Gott, die Steuerung mit dem Ding ist manchmal ein bisschen nervig. So, dann bringt ihr nämlich eine große Wagenladung Beton hier hin. So. Zockel, zockel. Ich werde transportieren ein bisschen mehr als die einzelnen Drohnen hier. Sector scanned. Funding received. Okay, nice. Wir haben ein Funding gekriegt. So, dann kann der hier. Breakthrough discovered. What? We've discovered a magnificent vista at the side of the anomaly. Effekt 50 neue Bewerber sind auf der Erde verfügbar. Mhm. Das wird uns wahrscheinlich aber nichts bringen, weil wir kommen ja nicht an die Rakete dran. Berufsorientierte Gesellschaft. Credit Store hat einen Bonus von 10 auf ihre Arbeitsleistung, wenn all ihre Werte im grünen Bereich liegen. Okay. Hm. Auf ihre Arbeitsleistung. Also alle, die sich wohlfühlen, letztendlich, kriegen nochmal einen kleinen Arbeitsboost. Das ist nicht schlecht. Das können wir mitnehmen. Wo ist der Kegel? Ködel, Dödel! Ja, nochmal, so. Warte mal, wo habe ich das eben hier gesehen? Metall. Wann hat jetzt hier? Resources are low. Ja, das nervt mich nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sehen Sie auch wieder. So, die Rakete ist noch nicht fertig geladen. Okay. Ist auch dunkel, dann sehe ich hier nichts. Irgendwo war hier noch Metall zum Abbauen. Da ist hier nicht so viel, aber gut. Wo sind wir? Hier. Ja. Ich kann dann nämlich hier direkt das Metall hinbringen, was wir für die Produktion brauchen. Obwohl, jetzt brauchen sie gar nicht mehr so viel, dann ist egal, wir brauchen trotzdem irgendwann. So, dann können die hier mit den Gedöns hier mal weitermachen. So, die haben nur alle dieses Päckchen Beton. Guck mal an. Das Ding ist so, hat es mal geladen, ne? Okay. Sieht gut aus. Jetzt haben wir 100 plus an Strom. Also das ist schon wieder weniger geworden. Wo der alles hingeht, ich weiß nicht. Alles Energieverschwendung hier. Ein Skandal ist es. Es ist ein Skandal. So, der Resources ist unterwegs. Weiß ich auch. Die Shuttle ist dann überlastet. Resources are low. Ja, die haben das Problem, dass sie keine Leute haben. Wie viele Spezialisten, ne? Aber ich brauche ja nicht mehr Spezialisten, ist das Problem. Ich brauche normale Leute. Hm.
So, die Rakete hier. Die kann starten. Aber wir haben noch einen Stirling-Generator, den wir bauen können. Den dengeln wir dann hier hin. So. Hier war das, ja. So, dann haben wir hier auch nochmal Strom, unabhängig von dem Rest. So, hier fehlt jetzt noch Beton. Na komm, starten wir das Ding, ist jetzt auch egal. Forscher haben wir nicht viel. Medizin haben wir auch nicht mehr viel. Zwei. Vielleicht schalten wir die Universität auch mal gerade aus. Damit wir vielleicht, wenn hier Schüler, Absolventen werden, einfach auch normale Arbeiter werden. Wir brauchen nämlich die auch. Ja, die arbeiten hier nämlich hier drin. Da bringt nichts, wenn ein Geologe drin sitzt. So, hier ist reger Verkehr. Robby hat abgeladen. Es fehlt hier noch Beton. Müsste aber jetzt hier rankommen eigentlich. Ja. Jetzt können wir mal gucken, wo hier die Metallvorkommen waren. Hab's noch hier irgendwo gesehen? Hier ist doch, oder? Ja. Gehen wir mal hier so rein. Metal. Heavy Metal haben wir gefunden hier. Und dann. So, denken wir das dahin. Können wir das für die Siedlung hier brauchen? So, hier geht's schon voran. Okay. Die Drohnen sind überlastet. Ja. Was soll ich machen? 5 und 2. Komm, wir bauen noch mal eine. Dann haben wir noch mal einen fliegenden Rabauken hier. Beton haben wir auch jetzt hier gut weggekriegt. Wunderbar. Ja. Essen haben wir hier noch. Das funktioniert kurz so lang. So, das Ding haben wir gebaut. Sektor scanned. Ja, ich weiß. Wir fangen ja gerade erst an, Freunde. So, Sauerstoff haben wir aber schon mal drin. Fehlt nur noch Wasser. Der Moxifloxi ist am Apparieren hier. Der Vaporator ist noch nicht fertig. Deshalb haben wir hier noch ein Problem. Hier ist auch nochmal ein Vaporator. Also der kriegt genauso viel mit, wie er braucht. Das ist schon mal ganz praktisch, so ein Gesamtpaket. Finde ich sehr praktisch. Arbeitet hier jetzt keiner mehr? Ne, der ist tot. Okay. Bringt uns das. 10% mehr Stromverbrauch, 25% mehr Produktion. Ja. So. Ja, die ganze Transportstrecke. Kann man sich vielleicht mit einem Tunnel sparen, ich weiß es nicht. Mal ausprobieren. So. Hier wird das. Na gut, wir haben jetzt noch kein Wasser hier drin. Wir können dann natürlich hier an das große Versorgungsnetz hier anschließen, das Ding. Wo würde denn noch eine Kuppel reinpassen, frage ich mich gerade. Wenn wir hier noch.
noch eine kleine baut. Nochmal so ein Ding. Dort die auch miteinander Verbindung treten können. Könnte man hier hinbauen. Dieses Dreieck passt da ganz gut. Okay. Verbinden wir die zweimal, dann können die sich gegenseitig versorgen, hoffentlich. Wenn das so funktioniert. Wir müssen noch die Moxis mal bauen. Fehlt halt das Pluli mehr noch. So, jetzt. Quatsch, Moxi. Vaporator. Wie auch immer die Dinge heißen. Ist auch wurscht. So. Klappt normal. So, jetzt wird hier reingeblasen. Frischer Wind. Ja, voll. Der Mief ist raus. So, dann haben wir hier auch eine Rohrleitung. Dann sind die Kuppeln miteinander verbunden. So, das nächste. Das ist ein bisschen dann doof ist halt. So, man kann die nicht verbinden, weil das Ding reicht nicht so lange. Ne? So, das war's. Also, höher ist die Reichweite nicht. Das ist doof. Dann können wir hier noch eine Kuppel bauen, die vielleicht verbinden und dann die mit der. Dann hätten wir hier, damit die Leute durchgehen können. Weil diese Shuttles transportieren ja auch immer nur eine Person, glaube ich. Das ist ein bisschen blöd. Die Anomalien hat man alle, ne? Ja. Das ist ein bisschen blöd. Was kommt denn hier? Das Wasserkonservierungssystem ist da ja dran, okay. So, dann dengeln wir hier jetzt als erstes mal Wohngebiet rein. Wo haben wir das? Intelligentes Haus, intelligente Anlage. Die verbraucht natürlich hier ordentlich unsere Computerchips hier. Macht aber die Leute zufrieden. Gut, bauen wir das mal rein, ist mir jetzt egal. Wir wollen modern sein. Dann bauen wir hier eine Kindertagesstätte hin. So. Aber hier an den Rand. Ich bin das Geschrei mal auf die Nerven, wenn man das. Und bis dahin kann man es besser sehen. So, da haben wir hier Haus, da haben wir Kind, da haben wir Sperrplatz, ne? Die Kinder brauchen das für ihre geistige Gesundheit. Schule, warum eine Schule? Weiß ich noch nicht. Naja, gut. Forschungslabor, den ganzen Scheiß spare ich mir hier. Könnt ihr eine Schule hinbauen? Ja, was sollen sie machen, ne? Gibt's ja sonst nichts. Die bringt uns ja gestärkte Siedler, geistig. Halbwegs. Müssen wir noch überlegen. Dann brauchen die was zu essen und zum Einkaufen. Das. Wir bauen jetzt hier alle, wir plempern das Ding jetzt hier voll mit allem, was geht so. Dann bauen wir hier noch einen wunderschönen Garten rein. Wir haben hier ein kleines bisschen Platz hier. So, dann machen wir hier schon mal einkaufen. Wir spielen Kind Gedöns. Falscher Knopf. Ne, bloß nicht. Die Rakete ist. Sie können uns bald wieder eine neue holen. Metall geht uns aber langsam aus. Das ist auch nicht schön. So, Kuppeln. Kann man hier eine Spitze einbauen? Ah ja, das geht. Ist jetzt aber nicht wichtig. Sanatorium wäre vielleicht nicht schlecht, damit wir die ganzen gestressten Siedler wegsperren können, ne? Oder eben hier die Wasserverbrauchsgeschichte. Müssen wir gucken. So, jetzt haben die Robbys hier Not. Jetzt müssen sie nämlich wieder arbeiten. Kommen sie alle angeflogen. Hallo, Robby. Ja, der freut sich schon richtig auf die Arbeit. Links ist der. So. Was brauchen wir hier noch? Was zu essen brauchen wir natürlich. Das haben wir da.
Das ist das. Das ist Diner, mit dem was essen können die Leute. Jetzt beschweren die sich wieder. Ich habe wieder so kaltes Essen gehabt. Nee, 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 nee. Hier ist die Luftschleuse, mein Freund. Geh mal kurz gucken, ob die auch richtig zu ist. Tschüss. So. Lebensmittelgeschäft haben wir ja. Steiner. Bar. Das ist Essen, soziale Nahrung, Entspannung, Trinken. Entspannung. Krankenstation wussten wir natürlich auch. Die nicht durchdrehen hier. Der braucht eigentlich noch am wenigsten. Ne? Luxus und Einkaufen. Einkaufen, Einkaufen. Gut, haben wir erstmal was einkaufen. Kunstwerkstatt. Yes, das war ja. Freizeitpark schwerelos. Für Spannung, Trainieren, Spielen und Sozial. Hm. Auch, wie sieht, oh Gott, wie sieht das denn aus? Ja, okay. Das ist aber ein Trümmerteil. So, Lebenserhaltung, was zu essen wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Können wir noch mal hier was? Sexarbeiter, Mensch, Außenmensch. Wenn es natürlich wieder, da haben die Veganer wieder ein Problem. Obwohl hier ja auch nur Sojatiere eigentlich angebaut werden. Können hier nur normale so Farm hinbauen. Beton wird hier angebaut. Gut. Damit wir hier auch autark was zu essen haben. Nicht nur Gedöns von draußen. So, dann haben wir hier schon mal das Grundsätzlichste reingedengelt hier. So, Entsch. Pilzfarm können wir natürlich auch nochmal bauen. Okay. Hydrokulturfarm. Ah. Ginge auch. Genau. Bringt ein bisschen Essen, nimmt nicht viel Platz weg, das Ding. Das ist das Gute, ne? Wir haben jetzt hier was zum Einkaufen. Für die Kinder ist gesorgt. Wir haben was zum Essen, eine Krankenstation und eine Farm. So. Müsste fürs Erste hier eigentlich reichen. Wasser haben wir ein Plus. Energie haben wir auch. So, dann starten wir mal. So. So. Die sind fleißig hier. Fleißig, fleißig. Er hier ist auch fleißig. Sehr schön. Wunderbar. Die sind überlastet, wie immer. Wunderbar. So. Läuft. Haben wir denn jetzt eigentlich 6 Shuttle? Entschuldigung. Global Last ist hoch. Okay. Die haben viel zu tun. Also letztendlich würde es wahrscheinlich nicht schaden, noch ein zweites Shuttle-Hub zu bauen hier. Das kostet natürlich auch wieder einiges. Aber die sollten erstmal hier. Oh ja, ja, hier ist ja richtig was los jetzt. Erstmal hier fertig werden. So, was bauen die als Erstes? Den Spielplatz. Nee. Sieht so aus. Ah, die Wohnungen. Die Wohnungen sind wichtig. Ja, die Ressourcen sind Love. Ich weiß. Kind, was soll ich machen? Hier ist wieder Metall angekommen, okay. Woher auch immer. Hier arbeitet einer. Hoch, kommst du da her? 11 Polaris. Wo ist denn dein Bruder? 12 Polaris. Ja. Okay, ja, gut, cool.
Wir haben Einwohner. Juhu. Da kommt einer. Der kommt angelaufen. Die ganze Strecke. Seid ihr denn des Wahnsinns? Warum gibt da keinen Shuttle? Die fliegen hier sinnlos durch die Gegend. Arme Kerl oder Frau. Mittleren Alter. Nicht spezialisiert. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Draußen rumlaufen. Gesund. Fit. Idiot. Okay, das ist natürlich schlecht. Ist fit, enthusiastisch und doof. Aber okay, dann reicht es vielleicht hier für die, ich weiß nicht, für den Steinabbau. Ja. Okay. Kein Computerjob für die, okay. Funding received. Ein Scheißchen hier. Oh, wir haben Geld gekriegt. Durch den Edelmetallexport, okay. Gut. Dann stoppen wir mal gerade hier. Wo haben wir das Ding? Das ist Infrastruktur. Oh, gut. Das gönnen wir uns jetzt. Dann bauen wir den hier vielleicht so rein. So, machen wir noch ein Windrad hin, damit wir noch ein bisschen Strom wieder haben. Scheint auch schon langsam wieder Strom. Der ist unterwegs am Sammeln. Ihr könnt auch gleich das Pulli mal mitnehmen bringen. Ne? Okay, lass er erstmal, soll er erstmal Metall sammeln, das brauchen wir auch. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier Platz gesorgt. Dass hier die Siedler hin können. Gibt es jetzt hier noch Obdachlose? Ein. Welcher Vogel ist das? Kontrollzentrum. Obdachlose Kolonisten. Jetzt zeig ich mir gar keine an. Jetzt zeig ich mir gar nichts an. Hä? Ich habe null Kolonisten laut dem Ding hier. Ich fürchte, das funktioniert auch nicht. Hä? Okay. Ich glaube, hier ist echt ziemlich viele Bugs drin. Das ist ja Schrott, ganz ehrlich gesagt. Du kannst ja nicht mehr spielen. Ist ja gar kein Überblick. Wenn wir jetzt die Passagierrakete wieder starten will, dann kackt mir das wieder ab hier wahrscheinlich. Ah, also, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, Freunde. Das ist noch nicht fertig. Okay, die hat Nahrung bekommen. Auch hier so ein Kind drin in diesem Ding hier. Der Marvin Cassidy. Das ist auch ein schöner Name. Marvin Cassidy. Okay, gut. Finde ich gar nicht so schlecht. Hier ist ein Besucher drin. Wo? Oder war? Ist drin. Ach, hier da. Ein kleiner Ingenieur. Okay. So. So viel Platz natürlich hier in den Gebäuden auch nicht. Dafür fühlen die Leute sich sehr wohl. Weil der Vorteil bei diesen intelligenten Anlagen, es passen nicht viele Siedler rein, aber die haben eine sehr gute geistige Gesundheit, wenn die hier drin sind. Nämlich von plus 15. Also die kriegen hier plus 15 auf geistige Gesundheit, wenn die in solchen Wohnungen sind. Bei normalen Apartments sind es nur plus 5. Das ist dann halt der Preis, den man dafür zahlt, hier weniger Platz ist. Die sind halt dann nicht so leicht zu beeindrucken und machen Probleme. Ja, hat alles Vor- und Nachteile, wie immer. So, hier haben wir schon mal leckere Betonklötze zum Anbauen. Ach ja, die bauen hier Beton an dieser Farm. Zack, boom, ja, so läuft das. Wunderbar, habt ihr schön gemacht, Freunde. Sektor scanned. Keine Ressourcen, ey. Hier findest du eh nichts mehr. Was bauen wir hier Schönes an? Hier haben wir schon mal Sand. Ne, was ist das? Kinoja! Hey! Ah, okay.
kann man denn hier noch machen? Ach du Schande. Weizen, Obstbäume, Deckungspflanzen. Das sind Deckungspflanzen. Und Säuerbonnen. Die haben natürlich wahrscheinlich wieder verbessert die Bodenqualität. Okay, gibt 40 Ernte, 22 Ernte. 5 Souls, 2 Souls braucht also recht lang, verbraucht 2 Wasser. Ja, das ist sehr ähnlich hier. 2, 4 ist auch für die Bodenqualität. 8 Souls, war natürlich sehr lang. Kartoffeln laugen aus, okay. Dann machen wir als nächstes Sojabohnen. Braucht ein bisschen länger, dafür macht es nochmal, gibt es einen Boost. Nervenzusammenbruch, hallo! So, da haben wir schon mal wieder einen, der durchgeknallt ist. Wer ist denn das? Der Partylöwe hier. Kann ich die nicht einfach so ins Krankenhaus schicken? Dem können wir sonst nichts machen, oder? Dann kann ich die jetzt zwangseinweisen in die Klinik hier. Voll. Aber die Kuppel dürfte eigentlich, ich habe ja kein Geburtenverbot. Ja. Ja, also eben dieselbe Frau da überall am Arbeiten. ET-Strahlen. Was? Das ist der Name? Diesen Macher hier dann auch verstrahlt, sag ich euch. So, die ist kaputt, okay, aber die können dann wieder Spezialleute jetzt anzüchten. Hier haben wir natürlich ein massives Personalproblem. Ihr müsst einfach mal Siedler hin, aber so, zack. Hier muss auch mal einer arbeiten. So, wir haben jetzt 4 von den Kollegen hier. Arbeitet jetzt nur keiner. Deiner ist bedient. Krankenstation fehlt noch. Ist klar. Hier haben wir 2 Leute. Und hier haben schon 2 Kinder. Okay. Mars Reynolds. Und was? Twix Cassini? Nee, also das ist immer noch Marvin. Hier wird noch dran gearbeitet. YouTube. Rakete kommt. Wo ist er hier? Okay. Jetzt noch am Metall schrubben. Resources are low. Jetzt macht er hier den kleinen Polymerhügel mal weg. Zumindest ist das. So, weiter. Boah, hier mit der Kuppel habe ich ein Problem. Problem ist aber auf der anderen Seite, ich kann mir keine neuen Siedler holen, weil dann kackt mir das Spiel ab. Also das ist ein bisschen blöd. Mal auf Deutsch gesagt. So, ich möchte darauf hoffen, dass hier ordentlich Geburten kommen. Der Cassini und der E.T. ist allein noch, der Reynolds, der Mars. However. Shuttles laufen.
Der fährt. Okay, Rakete ist gelandet. Der Wal ist gestrandet. Jawohl, wunderbar. Hier sind fleißige Ingenieure, ganz viel am Arbeiten, okay. Rechts, hinten und vorne nicht, aber es funktioniert zumindest irgendwie. Ja, Drohnen sind überlastet, ich weiß. Kann ich jetzt gerade nichts dran ändern. Sieht's hier aus. Wir haben noch was. Wir haben noch zu essen. Wohngebiete, oh, sind zwei Plätze leer, okay. Hier noch gearbeitet, ja. Wir können mal einen von denen hier abzweigen und weiß er nicht. Hier einweisen. Weil die nichts zu futtern haben hier. Gib mir die Kuppel hier drauf. Was eigentlich unsere Hauptkuppel hier ist. Machen wir mal religiös, dann bringen sie sich weniger um. So, Strom haben wir wieder Minus. Okay, aber jetzt ist Nacht. Der Speicher scheint sehr voll zu sein. Das ist gut. Das ist gut. Endlich mal. Haben wir kein Stromproblem. Bisschen wenig Beton, ne? Das Beton ist nicht wirklich viel. Das ist nicht gut. Hier haben wir Verkehr, was geht. Speichert. Gott sei Dank. Das Ding, ja gut, da brauchen wir noch Ressourcen. Die kommen. Oh, ein bisschen Gas hier. Viel haben wir ja nicht von diesen Edelmetallen, die wir exportieren können. Aber gut, 800 Milliarden. Naja, wir haben ja natürlich auch was ausgegeben, so ist ja nicht. Muss auch sein. Arbeitet keiner, ist das Problem. So, wir haben eine schöne Transportkette. Hat die überhaupt noch genug Platz hier? Beton hier. Haben wir nochmal Geld gekriegt, sehr schön. Jetzt geht uns erstmal so ein bisschen Beton aus hier. Und dafür haben wir reichlich die Steinzerfälle. Schön! Wann ist denn diese Forschung da mal dran mit diesen Steinzerflüssiger? Machen wir das ein bisschen früher. Das beschleunigt unsere Drohnen. Und das hier haben wir weniger Wasserverbrauch. So. Ist die schon fertig hier wieder? Wow, wir haben drei Edelmetall. Das lohnt sich jetzt richtig zu exportieren. Was macht der da? Warum lagert der da Treibstoff? Das ist auch Bullshit. Und hier müsste man eigentlich auch keine Polymere speichern. Wozu? Die Lager hier sind viel näher dran. Komisch, wie das man schon machen. Fliegt gerade hier vorbei, lädt dann da ab wahrscheinlich. Das ist ja noch am weitesten weg, das Lager hier. Haben wir jetzt nur 85 plus, da ist auch wieder einiges weggegangen. Wahnsinn. So, das Ding hier. Okay, das haben wir auch Shuttles. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Transport über die Luft, weil diese Dinger sind eigentlich recht, oh, relativ flott.
Jetzt habe ich hier schon wieder ein Müllproblem. Da gehen wir auch, schnell hier. Wenn die Lager voll sind, arbeitet der ja nicht. Wir müssen eine größere Mülldeponie machen. Das weiß ich auch nicht. So, da wird auch Dreck abtransportiert, der Beton. Okay. So, hier haben wir ein Siedlerproblem immer noch. Das ist echt zum Kotzen. Produziert irgendwie ja nichts mehr oder geht alles hier in die Maschinenteileproduktion, was die hier machen, die Jungs? 2,1 3,4 gelagert und die basteln 4,3, ist auch nicht so viel, ne? Mhm. Wollen wir schon ein Upgrade drauf haben? Hm. Na gut. Dann warten wir gleich noch ein bisschen. So, hier brauchen wir Einwohner. Also die Kinder müssen mal schneller wachsen werden. Jetzt haben wir aber zumindest schon vier hier drin. Gamer, Vielfraß, Einzelgänger auf dem Mars geworden. Scheiße. Ein Vielfraß und ein Idiot. Das ist die richtige Gruppe. Ja, das macht Spaß. Da kommt Freude auf. So. Nun ja. Ein Vielfraß und ein Idiot. Treffen sich ein Vielfraß und ein Idiot an der Bar. Das klingt so ein bisschen wie so ein Witz, ne? Aber es ist traurig einfach. Kann ich die Phöbianus. Was ist das für ein Name, Leute? Oh Gott. Phöbianus umsiedeln? Oder die Phöbianus? Ob die Phöbianus hier arbeitet? Huh. Ich spritzt Wasser! Oh mein Gott! Crop failure reported. Research complete. Ja, wir haben ja gerade angefangen, du Schnarchnase. Was ist das? Ein Meilenstein! Cool! Sehr schön. Haben wir noch alles? 40% der Arbeiter sind in den Werkstätten. Ist ja richtig ein Wunder. 5000 Kolonisten hauen ab. Bauen eine Megakuppel. Okay, aber wir haben halt schon eigentlich hier geschafft. Ne? Vielleicht mal so schlecht. Wasserkonservierungssystem. So. Kein Wasser, kein Leben, kein Blau, kein Grün. Ja. Schöner Spruch. Ja, das wissen wir. Wir haben auch gar nicht hier angefangen. Die eine Frau, die kennen Sie nochmal? Die Phoebe Urianus. Oh Gott, nee. So, hier wird es auch immer schlimmer. Oh. Ja, hier geht's aber jetzt wieder. Na, hier müsste noch ein Gebäude hin, noch eine Kuppel. Was sollen wir reinbauen jetzt, kann ich. Gebäude, die uns fehlen. Ja. Klar, die Frau fehlt dann hier in der Produktion, aber wir brauchen hier auch Leute. Wir müssen das so ein bisschen umverteilen. Wenn die Kinder hier noch klein sind. Der Mars ist immer noch nicht groß geworden. Ist immer noch ein kleines Mars. Ein Mini-Mars. So, aber hier zumindest sprießen hier die Dinger. Was ist das? Quinoa? Ne, die baut jetzt die Sojabohnen an. Okay, die Quinoa ist in die Hose gegangen. Aber dafür kommt der Soja jetzt. Ist ja auch schon mal. Ja, kann ja alles haben. Okay. Können wir auch noch was lagern? Gut. Ah, wo ist unser Kollege hier eigentlich? Ja. Der könnte hier auch noch mal ein bisschen was sammeln. Das ist halt mühselig, dieses Mikromanagement mit dem Ding. Also. Probleme haben wir jetzt gerade. Man, dafür geht Metall aus. Okay, dann machen wir das. Wir müssen diese ganzen Scheiße eigentlich selber fördern können. So, hier arbeitet aber auch keiner drin. Das ist das Problem. Hier, hier kommen wir nochmal Wasser, hier haben wir nochmal Beton, hier haben wir nochmal Eisen. Hier haben wir dieses tiefe Eisen. Da brauchen wir mal eine extra Technologie für, okay. Hier haben wir nochmal Beton. Nicht Metall rum. Ja gut. Das wäre jetzt näher dran gewesen, ne? Ja gut, habe ich nicht gesehen. Was ist das hier? Achso. Das ist was. Das blinkt da! Okay. Das ist Absicht gewesen. So, Beton haben wir wieder einen kleinen Vorrat. Ein, zwei Klötzen. Und der bringt hier wieder fleißig Müll weg. Oh.
Jungs, warum macht ihr das? So, die Drohnen hier sind auch beschäftigt, sehr schön. Hier haben wir auch drei. Gut. Ja, dann läuft das jetzt wieder. Wir haben uns vergrößert, wir haben jetzt 4 Kuppeln. So. Wir müssen mal sehen, wo wir als nächstes hingehen hier. Ne? Das Eisen wird ja nicht ewig reichen, was wir da kriegen, wenn überhaupt noch jemand mal einer arbeitet. Hier das nächste, sind wir auch ziemlich weit weg. Also hier dann expandieren, da wird's schwierig, muss man sagen. Und vor allem die, ja, mit den Siedlerraketen ist ja auch so eine Sache. Ja, der kriegt wohl auch nicht mehr, oder? Die hier produzieren reicht dann gerade für den eigenen Bedarf. Ja. Wir können hier noch eine Überstunde machen, aber... Oh, Stepp, habe ich jetzt da drauf geklickt. Ja gut, Geld haben wir ja, dann starte. So. Auf in die Freiheit, free! Willi 7 oder wie auch immer. Starte und hau ab. So. Ich will aber gerade noch mal was testen, dann speichern wir das noch mal. Neuer Spielstand. Zone 153 sind wir schon. Okay. Nee, geht nicht. Du hast hier keine Siedler mehr, das ist weg. Ja, das ist super. Ja, ich muss den Auskommen nicht hier haben. Das ist natürlich toll. Also, nee, eigentlich nicht. Vielen Dank, Spiel. Also, gut. Da würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier mit vielleicht mal eine kleine Pause. Und warten mal ab, dass das Spiel gefixt wird. Weil das ist nervig. Das ist aber jetzt echt nervig. Jetzt könnte ich hier noch ein paar Siedler natürlich gebrauchen. Ich habe hier auch noch freien Platz eigentlich. Den einen Obdachlosen würde ich gerne wissen, wo der ist, aber den kann ich nicht finden, weil das hier anscheinend nicht mehr funktioniert. Aber da hat er jetzt was angezeigt. Obdachlose. Ja, jetzt, Gott sei Dank. Wo sind die? Kann ich die umsiedeln? Ist die dann hier wohnt? Hier ist auch noch Platz, ne? Da hüpft sie. So, dann dürften wir hier eigentlich keinen Oberobdachlosen mehr haben. Kommt die aber nicht selbst hierhin laufen, sich die Wohnung suchen? Vielleicht geht das nur, wenn die wirklich miteinander mit dem Tunnel verbunden sind, dass die automatisch sich dann verteilen und so suchen die sich zwar Arbeitsplätze, und hier, ich meine, als ich das gebaut habe, sind ja auch hier Leute gekommen, aber das war es dann anscheinend. Hm. Okay. Puh, komisch. Naja, gut, muss man sich erstmal daran gewöhnen, wie das hier funktioniert. Naja. So, das war Surviving Mars. Hoffen wir mal, dass die Fehler beseitigt werden, hier noch drin sind. Das ist ein bisschen doof. Aber schauen wir mal. Wenn es dann wieder funktioniert, dann wird es eine weitere Folge geben. Dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Ich habe ja auch schon einige jetzt eben produziert zuletzt. Also von daher wird es keinen Mangel geben, weil ich möchte auf jeden Fall auch, dass es hier weitergeht. Und dann hoffe mal, dass es weitergeht mit Surviving Mars. Nächste Folge nach dem großen Fix, hoffe ich doch mal. Und dann auf jeden Fall werdet ihr dann hören, wie es weitergeht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, für die Geduld und viel Spaß beim nächsten Mal. Bye, bye.